Hallo Freunde, willkommen zu Teil 2 von der Instant-Suppenküche. Also ich muss sagen, die Fettuccine, Cheese Onion sind ganz okay. Waren lecker, mit ein bisschen scharfem Zeug drin. Kann man futtern für unterwegs. Eine feine Sache, schön leicht, aber zwei Portionen für Guests, das ist ein schlechter Witz. Also, also das soll heißen, man soll zwei Portionen davon essen. Okay, verstanden. So, Maria hat sich freiwillig bereit erklärt, hier die Instant-Noodles zu probieren. Ich habe mal versucht, die Geschmacksverstärker zu lesen, aber ich habe mir dabei die Zunge gebrochen. Okay, was man hier braucht, da geht es andersrum vorwärts. Man braucht zuerst 400 ml Wasser zum Kochen. Und wenn es gekocht hat, macht man aus, schüttet das Zeug rein und wartet ein paar Minuten. Also, wir schmeißen wieder unseren guten Campinggas an. So, Deckel drauf, dann geht es schneller. Ups. Wenn das kocht, dann kommt das Zeug da rein. Und das geht ja eigentlich relativ flott auf so einem Kocher. Ne? Dann machen wir hier mal Full Power. Gucken wir schon mal hier in diese Instant-Noodles rein hier. Mal ein bisschen vorsichtiger auf, dass hier vielleicht nicht das ganze Zeug gleich entgegenfällt. Diese kleine 420er HC-Klinge. Scharf und Rasiermesser. Aha, okay. Das ist natürlich cool gelöst. Hier haben wir einmal diese Nudel. Und wir haben in einem separaten Tütchen diverse Kräuter und Gewürze. Das heißt, man kann ja immer noch selber entscheiden, wie viel von dem Zeug man da drin haben will. Da hätten wir hier zum Beispiel, aha, da steht Öl drauf, also was Öliges. Dann haben wir hier noch drin, nach das hier sind die getrockneten Kräuter. Und das da ist dann wahrscheinlich die Packung mit dem Soup Powder. Da ist dann wahrscheinlich die Chemie drin, damit es dann nachher auch so schmeckt. Ups, die Nudeln da sind rausfallen. Ja, das sind eigentlich nur... Ah, da ist noch ein Tütchen. Ne? Okay, interessant. Das ist hier noch Fertigessen zum selber bauen. Ah, das ist noch das Chili-Pulver. Nicht schlecht, die liefern das scharfe Zeug gleich mit. Ja, interessant, mal gucken. So echt erst gucken, dass du hier nicht noch ein Tütchen damit reinwirfst in die Suppe. Ja, das ist ja dann eine interessante Geschichte. Ne? Vor allem kannst du sagen, okay, der Suppenpulver ist nicht so mein Fan, lasse ich weg. Ich nehme noch so ein bisschen das Öl hier, mit was immer da auch noch mit drin ist. Und die getrockneten Kräuter und das scharfe Pulver und das Suppenpulver würde ich persönlich für mich weglassen. Was Maria will, muss ich erst fragen. Ne? Ist dann hier also fünfteiliges Kochset. So, jetzt müssen wir hier aber warten, bis das Wasser kocht. Und dann gucken wir mal, was wir da alles reinschütten. Ich würde sagen, die Sendung machen wir eine Runde kürzer. Da zappen wir da wieder rein, wenn es kocht. Also, bis gleich. Na, guck mal, ja, das ist hier ein fünfteiliges Kochset. Mhm. Da kannst du dann selber noch gucken, was du drin haben willst. Das ist einmal das scharfe Zeug. Das ist scharfe und das andere kommt alles rein. Das da, das möchtest du auch, das Suppenpulver, das Suppenpowder. Ja, das kommt rein. Und das scharfe. Kräuter, das ist dann das Öl und Geschmack. Und das ist hier das. Suppenpowder. Ja, und das Scharfe willst du erst selber noch entscheiden, oder? Ja, wenn da nur eins dran steht. Das ist nicht so viel, das hat nur hier eins von vier. Also ich glaube, das ist lang nicht so wie das scharfe Zeug hier. Das da macht richtig Dampf. Ja, das kommt alles rein. Also alles rein. Mhm. Volle Programm. Okay, das ist Chemiebaukasten für Kinder. Ja, genau. Wenigstens habe ich dich vorgewarnt mit den Tütchen. Ja, da darfst du nicht aufschneiden und alles reinwerfen, dann hast du das ganze Tütchen und wunderstück, wieso es nach nichts schmeckt. Ne? Dann ist der hier Antioxidationsmittel, stark tocopherolhaltige Extrakte. Vielleicht überlege ich mir das nochmal. Also hier bei dem wäre ich vorsichtig. Ja, das ist halt so wild.
Ja, das sind ja die ganzen Nudeln und solchen Mocken. Das war vorher ein Mocken. Ich habe es ein bisschen gebrochen, damit es hier in den kleinen Topf überhaupt passt. Sonst hast du da ein Problem in dem kleinen Multitopf. Ich glaube, ich muss echt mal den großen Multitopf bestellen. Den 1,9 Liter Multitopf. Vor allem, wenn man mal zu viert für die ganze Family irgendwo was machen will. Ja, am Boden unten fängt es schon an zu blubbern. Aber das muss richtig gut kochen, weil man nimmt es dann vom Feuer, schüttet alles rein und wartet dann ein paar Minuten. Ne? So war's doch. Genau, mit kochendem Wasser übergießen, 3 Minuten zudecken und ziehen lassen. Also jetzt haben wir keinen Untersetzer hier, weil ich den Deckel hier drauf machen muss. Und ja, kippen wir aber zuerst das Zeug rein, damit es unten ist, oder? Wenn wir so viele Nudeln machen. Küche auf dem Balkon. Okay, es sprudelt am Boden. Gleich geht's los. Das Origami-Essen. Ne? Das müssen wir erstmal basteln. Okay, jetzt sieht jetzt richtig. Jawohl. Jetzt blubbert es aber volles Programm. Ja, stellen wir hier runter, dann sehen wir es besser. So, dann machen wir die Nudeln rein, die brauchen am längsten. Ne? Gleich so. So. Teil Nummer 1 hier. Okay, das ist rotes Zeug. Das ist farblich getrennt, da kann man es auseinanderhalten. Getrockneten Kräuter und ein Stück Pilz. Dann ein bisschen, ich gehe mal davon aus, es ist scharfes Zeug. Und dann das Ganze noch ein bisschen Öl kriegt. Kommt hier noch so eine Pampe hier rein. Oh, das ist Zombie-Eiter. Den Kindern jetzt gefallen. Und dann gehst du da raus. Das ist ziemlich widerspenstig. Ich glaube, da brauchst du nicht so viel von. Ja. So, umrühren. Und dann 3 Minuten ziehen lassen, bis halt die Nudeln ordentlich al dente sind. Ja, riecht wie ein China-Restaurant. Mit den 4 Türchen gibt es dann erst den vollen Geschmack. Ja, klar. Ah ja, nur langsam. Jetzt nicht. Wir bei der Arbeit, ne, bei der Flucht. So. Ja. So, Deckel drauf. Wir gucken auf die Uhr. Und wir sprechen uns in 3 Minuten wieder. Wir gucken wir mal. Aha. Jetzt halt mal kurz rein, wie das aussieht. Ja, hat sich gut aufgelöst. Schön weich geworden. Man muss mal sagen, waren jetzt 4 Minuten. Hm. Ist wahrscheinlich sowieso, das Gemüse ist auch schön aufgegangen. Ist wahrscheinlich sowieso sackheiß, wenn es hier richtig gekocht hat. Hm. Hm. Und aussehen. Na dann lass dir mal schmecken. Hm. Brühe. Scharf. Salzig, würzig? Ja, ein bisschen, genau richtig. Ein bisschen was? Ein bisschen scharf. Ein bisschen scharf, okay, und das hat nur 1 von 4. Okay, aber das war ja, also da wo die Chili drauf ist, wenn man die nicht reinmacht, dann ist es total mild. Ja, okay, klar, da brauchst du ein bisschen, sonst wäre es wahrscheinlich nichts.
Das wäre keine chinesische Suppe. Das wäre viel, das ist vielleicht so wenig wie das ist. Das ist vielleicht bloß ein Viertel Gramm oder irgend sowas. Aber wenn das kleine Tütchen das schon scharf macht, dann muss das ordentliches Zeug sein. Und die Nudeln? Ja, na naja, gut, du magst ja dieses chinesische Nudelzeug. Das ist Geschmackssache. Das ist nicht Geschmackssache, das ist Geschmacksverstärkung. Ja, muss ich übertreiben. Man soll es vielleicht nicht jeden Tag essen, aber ich sag mal, wenn man jetzt hier Wandern macht, Ausflug oder wie irgendwas auch immer, oder ist zu einer Barbecue-Party eingeladen und ist unter lauter Fleischfresser und sagt, ach, ich nehme hier meinen Gaskocher oder Speedkocher mit und mache mir ein paar Fettuccine Cheese Onion dazu. Und dann dürfen die Fleischesser ihre Steaks futtern. Oder man geht wandern und will ein leichtes Gepäck dabei haben. Gibt es gerade im Lidl hier so eine Tüte Nudeln, 75 Cent. Was hat diese Viererpackung Instant Nudeln Suppe gekostet? Weiß ich nicht. Auch nur ein paar Cent. Also mit Sicherheit um einiges billiger wie das original umgeverpackte Outdoor Survival Food. Naja. Probiert selber mal aus, schreibt drunter, was ihr davon haltet. Ich hoffe, es hat euch heute mal gefallen, die etwas andere Kochsendung. Naja, es war immerhin vegetarisch. Und ist ja auch ein Schweingeschmack, Hühnchengeschmack und sogar Fischgeschmack, diese chinesischen Dinger. Die Frage ist ja, du sagst richtig, mit Schweingeschmack. Geschmack. Also Schwein ist da bestimmt nicht drin. Ob da wirklich getrocknetes Schweinefleisch drin ist, war ich zu bezweifeln. Ne? Dann nehme ich lieber gleich das Vegetarische, dann weiß ich, dass nicht irgendwelcher synthetische Fleischgeschmack drin sein muss. Obwohl, es wird wahrscheinlich sogar auch noch unter vegetarisch laufen, weil ich glaube nicht, dass da wirklich dann Fleisch drin ist. Ne? Also Leute, bleibt gesund, lasst es euch schmecken. Zum Wandern, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Und das da hier war erst noch gut, hier dieser Schweizer Nudel-Käsetopf. Ne? Kommt ja aus der Schweiz, das Zeug. Also Leute. Wir sehen uns. Ciao. Tschüss.